Irgendwo im düsteren Sumpf stehen wir. Hier, bei Legacy of Kain, Soul Reaver 2. Recht herzlich willkommen zurück. Ja, das letzte Mal haben wir ja, ja, eigentlich nicht so viel erlebt. Ne? Wir sind einfach weitergelaufen, glaube ich. Durch den Sumpf, durch, weiß ich nicht, nachdem wir Kain an den Säulen getroffen haben. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und ich frage mich immer noch, was diese Dinger hier zu bedeuten haben. Aber gut. Laufen wir mal weiter. Okay, die können nicht so viel. Gut zu wissen. Es ist sehr dunkel, ja. I can barely see a thing. Ups. Bam. Wie, abgewehrt. Achso, nee, jetzt einfach nur im Ich-Sterbe-Gleich-Modus. Der Ich-Sterbe-Gleich-Modus. Mein liebster Modus auf jeden Fall. Das Ding hat keine Hitbox. Einfach durchrennen. Okay. Alter, es ist so fucking dunkel, ne? Es ist so fucking dunkel hier. Ich meine, es soll auch dunkel sein, aber... Dort schien eine Passage zu sein, die nach Norden in die Berge führte. Der Zugang jedoch war versperrt und lag in für mich unerreichbarer Höhe. Vielleicht würde ich ja später ein Mittel finden, diese Hindernisse zu umgehen. Ist denn, dass das Spiel mich immer darauf hinweist, ja, komm mal später wieder, du Arschloch. Da oben irgendwie reinzukommen. Naja, dann halt nicht, beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal weiter, da kann ich hochklettern, okay. Ich kann sagen, nicht, dass das jetzt hier alles umsonst war, und ich eigentlich ganz woanders hin muss. Autsch! So. Mann, 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 Mann. Diese Leute manchmal. Ching, ching, ching. So, wo sind wir denn hier? Also auf jeden Fall auf irgendeiner kleinen Mauer. Wo ich jetzt aber wieder runterspringen darf, denke ich. Jo. Hallöchen. Kann ich aus der Luft angreifen? Nein. Zack. So, ich hätte gerne die... Ich wollte mir eigentlich gerade das Ding da grabben, aber das geht nicht. Mann! Au! Richtig schön auf die Gegner zu daten, ist einfach eine gute Idee, habe ich gelernt. Eben gerade. Wenn ich dann quasi mal schon so ein... Na gut, kann ich jetzt nicht, wenn ich niemanden anvisiere, aber diesen Dash-Angriff halt, ne? Alter, es ist so fucking dunkel. Meine Fresse. Hier ist eine Kante, die habe ich nie mal gesehen. Ah. Ich lauf einfach durch schwarze Nichts, passt schon. Mein umherschleichender Freund war nirgends zu sehen, doch ich fand diese Ruinen ohnehin viel interessanter. Diese mysteriösen Symbole hatte ich schon im Raum unterhalb der Säulen gesehen. Und mir wurde klar, dass auch dieses Heiligtum versiegelt war und nur der Träger des Reavers es öffnen konnte. Ja, ja, da sehe ich schon wieder, wo ich mein phallusförmiges Schwert einführen kann. Ja, ja. Was sind das für Dinger? Ah! Da kann ich nur... da kann ich nur schreien. Ah! So. Checkpoint bitte. Danke. Hm, achso, muss ich so machen? Ah, okay. Ich muss das Schwert auch erstmal zücken. Sehr schön. So, was ist denn das hier? Mhm. Dirnto, ich komme nicht mehr raus. Nett! Oh, der hat ein Schild. Das macht mir jetzt schon Angst. Nee, wieder nicht. Oh. Kann ich das? Oh, okay. Ja. Ah! Das hat er da einfach rausgeklaut, der Sack. Hm. Habe ich schon gesagt, dass es fucking dunkel ist? Ich glaube schon. Oh, ich kann gar nicht in die... Doch, kann ich wohl. Hm. Ich
kann sehr wohl in die Spektralebene wechseln. Hi, Leute. Ich finde es auch nett, dass ich hier meinen Soul Reaver, mein starkes, permanent benutzen kann, scheinbar. Finde ich gut. Oh, ich liebe das, diesen Soundeffekt, ne? Tschu, tschu. Hört sich ein bisschen an wie der Blaster von Jango Fett in Lego Star Wars. Tschum, tschum. Tschum, tschum. Das war ein guter Sound, Leute. Haben die in der Skywalker-Saga einfach geändert. Solche Hurensöhne. Ja, respawnt ihr einfach die ganze Zeit, oder was ist hier los? Dankeschön. So, da kann ich hochklettern. Und da kann ich auch hochklettern, aber ich kann auch in der Mitte weiter. Er respawnt einfach. Ihr Drecksäcke! So, bleib ein Geist. Vielleicht hilft das. Ach so, in der Ebene kann ich nicht. Ja, okay. Huch. Ach komm. Leck mich doch am Arsch. Geh mal weiter. In der Spektralebene kann ich nicht klettern. Ja. This makes sense. Apropos Sense. Ach, sorry, was ist eine Sense? Komm her, du! Ach so, du bist ein Geist. Ich wollte gerade sagen, ich will nämlich einmal bitte meine Leiste füllen, damit ich die Ebene dort sogar wechseln kann. Ich gucke aber gerade noch mal kurz, wie das hier so ganz allgemein aussieht. Wie ist wieder nur so ein komischer Kelch. Wie gesagt, es wird noch was zu bedeuten haben und ich hoffe, dass es auf jeden Fall sich auch bald klären wird, weil lange will ich nicht mehr warten. Ich will nämlich wissen, was das ist. Ah. Witzig, ich drücke übrigens über Viereck zum Bestätigen. Beim Wechseln der Ebenen, weil das in Teil 1 immer so war. Hier nicht mehr, also hier kann ich auch X drücken. Aha. Da komme ich so aber nicht hin, ha? So, da ist eine Treppe nach unten. Alter, es ist so fucking dunkel. Unfassbar. Ja, das Problem ist ja auch einfach so ein bisschen der Kontrast, ne? Wenn ich jetzt einfach nur die Helligkeit hochballere, dann werde ich immer noch genauso wenig sehen, weil dann ist alles, was jetzt schwarz ist und Brei ist, ist dann halt grau und Brei. Ah, ich muss mal gucken. Ich will auf jeden Fall jetzt mich mal ein bisschen damit auseinandersetzen und mal so ein bisschen hier für Capture Card von PS1 und 2 spielen, weil die ja immer so ein bisschen dunkler sind, ne, wegen des Scalers und so. Mal gucken, dass ich da mal ein bisschen was korrigiere. Ich habe da auch schon eine Idee, wie ich das umsetze. Was werdet ihr dann? Ja, wahrscheinlich in der nächsten Session sehen, also in der übernächsten Folge. Weil jetzt will ich auf jeden Fall noch fertig aufnehmen hier. Ja gut, dann gehe ich zurück und kletter, ne? Hey, Leute, ne? Dann halt so. Wenn du dich sonst nicht treffen lässt. Für so ein abgebrochenes Schwert. Voll scheiße. Überall in diesem Heiligtum waren Fresken der geflügelten Rasse sowie des apokalyptischen Krieges gegen ihre mysteriösen und gleichermaßen unmenschlichen Feinde zu sehen. Diese geflügelten Wesen, so schien es, waren nicht nur die Architekten der Säulen, sondern auch die dieses rätselhaften Ortes. Und ähnlich wie der Säulenraum war auch diese Weihestätte durchgehend mit Bildern des Reavers geschmückt. Stets ehrfürchtig dargestellt als heilige Ikone. Mhm. Und ich sehe auch so aus. Hm. Das ist ja interessant. Entschuldigung. Aua. Mann, ich musste niesen. Oh. Doch nicht. Tschüss. Ist sie tot? Ja, das war weird. Er sie es. Das war komisch. Egal. Okay, da kann ich auch wieder rübergleiten, würde ich sagen. Ich komme nur auf die andere Seite, ob kein hier oder was zu sagen hat, aber das ist wahrscheinlich genau das gleiche Fresco hier. Fresno. Nee, Fresco. Fresco ist ein lustiges Wort. Finde ich.
Hi! Zu Spawn Dreh. Zack, geköpft. So muss das. Guck mal, da verschwindet die Leiche auch. Naja. Das ist, ja genau, das ist ja der Raum, den ich von unten gesehen hatte. Oh, das Gleiten. Ich erinnere mich in Teil 1, ne? Relativ am Anfang, als ich über so einen See musste. Ey, ich bin verzweifelt. Weil diese Gleitstörung echt ein bisschen scheiße war. Und meine, sie ist immer noch jetzt nicht die beste, aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Plus, ich habe mich, glaube ich, auf Teil 1 dran gewöhnt. Aha. Du bist doch wie so ein Herz oder so. Um weg zu drehen. Okay, ja. Oh, erstmal. Ich dachte, ich könnte mir mal eben schnell eine Abkürzung bauen, aber jetzt kann ich mein dummes Schwert hier gar nicht ablegen, oder was? Ist ja dumm. Kann ich irgendwie mein Schwert ablegen? Naja. Das Objekt kann ich auf jeden Fall drehen. Aber erstmal muss ich verstehen, was hier überhaupt Sache ist. Ich würde behaupten, hier muss ich wieder so ein lustiges, rundes Ding, so ein Schild, wie ich es genannt habe, einsetzen. Naja, drehen wir das erstmal. Irgendwas wird dann schon passieren. Aha. Okay, auf der anderen Seite ist auch eine Tür. Gehen wir erstmal hier rein. Das, was ich frisch geöffnet habe. Hi. Ui. Habt ihr das gesehen? Warte mal. Ich habe irgendwie so einen Dash nach oben gerade gemacht. Alter. Dieses Schwert fuckt mich aber auch gerade maximal ab, ne? Ich würde es halt gerne loswerden, aber das Spiel sagt nö. Ja gut, dann wandle ich halt gleich in die andere Welt, ist okay. Bleib doch nicht! Komm zu mir! Alter, komplett gehealt. Eigentlich scheiße, eigentlich hätte ich echt wechseln sollen. Wäre wahrscheinlich gesünder gewesen. Irgendwie habe ich gerade so einen Dash gemacht, ne? Ihr habt es auch gesehen, so nach oben. Irgendeine Combo habe ich, glaube ich, gemacht oder so. Hm, keine Ahnung. So, komm mal her, Seelen. Damit ihr auch nicht respawnt. So ein Blödsinn. Hier kann ich mich durch Spektralen. Und das ist ja auch nichts, ne? Ne. Ewiges Nichts. Na, guck mal, hier sieht man auch gleich schon ein bisschen mehr, ne? Auf der Ebene. Finde ich super. Also in Zukunft nur noch auf der Spektralebene sich bewegen. Ich habe meine Lektion gelernt. Hat nicht ganz gereicht. Ui, okay. So, was ist das jetzt hier? Feuer. Bringt nichts. Na dann weiter. Na dann weiter. Eieieiei, jetzt haben wir so viele Wege hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ach, keine Ahnung, ey. Ich habe irgendwie diesen Dash nach oben gemacht. Das ist mir auch egal. Dann halt nicht. Warum stehen denn überall so eine Seelen rum? Die Form von Totenköpfen haben übrigens. Ach Leute, ihr werdet mir zu viel, ich hab. Da kann ich mir rauf und auch die Ebene wechseln. Keine Ahnung, weil ich noch nicht genug Seelen habe. Einmal so.
Oh, es war schon vorher fertig, egal. Oh, hi. Schön, ja. Ah, okay. Doch nicht okay, warte. Das ist nämlich ein bisschen hoch. Ah, da kann ich klettern. Und wahrscheinlich auch von da auf die Plattform springen. Beziehungsweise gleiten. Ja. Das funktioniert. Ist jetzt die Frage, was mir das bringt. Weil die Seite hätte ich auch einfach nochmal beklettern können, glaube ich. Da oben soll ich dann wahrscheinlich hin. Ach so, wenn ich jetzt... natürlich. Ich Idiot. Hey. Hallöchen, na? Da sind wir schon ein Stückchen höher. Cool. Einfach mal ein paar Seelen snacken. Passt schon. Tap, 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 tap. Ja. Die bringen es das Spiel spielerisch bei. Oh, ich bin nicht ganz drin. Doch öfter mal die Ebenen zu wechseln, um zu schauen, dass man so auch Rätsel lösen kann, ne? Ist doch cool. Hi. Ah, dich will ich haben. Sehr schön. Nicht sehr schön. Da ist ein Soulweaver-Platz. Ah. Ich hatte jetzt, um ehrlich zu sein, gehofft, dass ich es mitnehmen kann. Kann ich das wieder rausnehmen? Nee. Damn! Dass ich es quasi mitnehmen kann, ne? Zum Hauptraum wieder. Ja, dem scheint es ja nicht zu sein. War ich hier schon mal? Komm gerade so bekannt vor. nee. Da passiert jetzt überall irgendwie nichts. Ja. Hast du richtig hier, richtig, ne? Hier, mach mal Licht. Ach, guck mal. Meine Karte ist gerade von hier? Ja. Ah, der eine Tempel aus Moonwaker, würde ich sagen, Mann. Mit den lustigen Lichtspielchen. Ah, die Wand ist irgendwie auch... Die sieht halt so ein bisschen aus wie das, wie der Eingang drüben, ne? Das suggeriert für mich so ein bisschen, dass ich da irgendwie durch kann. Wobei, hier sieht das auch überall so aus. Projektile auf Puzzleziele feuern. Aha, Moment. Also erstmal Dankespiel für den Tipp tatsächlich. Oh, also werde ich auch Sachen los, okay. Oder ich soll wirklich einfach die Fackel da reinschmeißen, wahrscheinlich. Naja, ich wollte die Fackel aufheben. Ach, Spiel, nimm eine andere. Ist auch okay. Es scheint es nicht zu sein. Ich muss irgendwie auf die Sonne ballern. Nee. Hä? Was soll ich tun? Projektile auf Puzzleziele feuern. Also erstmal Bettenleerzeichen, das heißt entweder Puzzleziel als ein Wort oder meinen wir mit einem Bindestrich zwischen. Das kommt immer, wenn ich da reinlaufe. Ha. Huh. Da leuchtet noch gar nichts. Ja. So viel dazu. Hä?
Das peile ich jetzt aber auch wirklich nicht. Ich meine, hier ist irgendwie so ein Fiddle-Ding gefüllt. Hier, ja. Ah, oder ist das vielleicht ein Rätsel, so nach dem Motto. Na, hier ist ganz. Dass ich irgendwie in der Reihenfolge abballern muss. Oder halt. Irgendwie die Fackel. Ich meine, es wird ja irgendwas mit dem Ding in der Mitte zu tun haben. Ich weiß müde mal. Das wird ja irgendwas mit dem Ding hier zu tun haben. Guck mal, hab's auch noch. Gehe ich doch mal sehr stark von aus. Ich bin ein bisschen überfordert. Da bin ich ganz ehrlich jetzt. Ich überlege, ob man vielleicht einfach hier so unterballern muss. Und da irgendwas anzünden muss oder so. Nee. Hä? Das verstehe ich nicht. Die bleiben da oben halt liegen. Das ist irgendwie auch Käse. Hab nicht mehr so viel Fackeln. Naja, doch, ein paar schon. Na gut. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt erstmal die Folge an der Stelle. Kann ich da... Mein Gott. Eigentlich hoch? Oh ja, guck mal. Vielleicht ist das hier irgendwie eine Rätsellösung. Keine Ahnung. Naja, ich sage jetzt aber danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder bei Soul Reaver. Und mal gucken, ob wir dann hier dieses Rätsel lösen können. Bis dahin. Ciao.